Ja, hier geht es jetzt zu unserem nächsten Kapitel aus dem Buch Initiation, der andere Weg, wo wir uns damit beschäftigen, wie der Heilige Geist uns eigentlich in die Wirklichkeiten all dessen hineinbringt, von dem die Bibel also zeugt und berichtet. Und für viele Christen ist das also ein Rätsel, wie kommt man denn eigentlich wirklich in Berührung mit diesen geistlichen Dimensionen und Realitäten, wie geht denn das? Und also der Weg des Wissens, dass man immer noch mehr einfach Wissen und Bibelkunde sich aneignet, das bringt uns nicht da hinein. Deswegen, das ist kein Wort dagegen, dass jetzt unbedingt jetzt wir die Bibel nicht mehr lesen oder nicht mehr irgendwie uns fortbilden, aber da drin, das ist nicht der Weg. Der Heilige Geist ist der Weg oder er führt uns den Weg hinein, heraus aus dem, dass wir das alles nicht erleben, hinein in die Erfahrung der geistlichen Wirklichkeit. Psalm 8, 4 bis 7 heißt es, wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, da steht eigentlich wenig geringer als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du seinen Füßen unterstellt. Wie viel? Alles. Was ist das für ein Menschenbild? Was ist das für eine Beschreibung eines Menschen? Und dann in Johannes 19, Vers 5 ist der berühmte Ausruf dieses römischen Hauptmanns, als Jesus da am Kreuz hängt und er sagt, siehe der Mensch. Jesus hat das, was hier im Psalm 8 geschrieben steht, verkörpert. Er hat überhaupt alles das, was über den Menschen Gottes geschrieben steht, hat Jesus also verkörpert. Wer ihn angeschaut hat, hat Gott angeschaut. Wer ihn angeschaut hat, hat den realisierten Menschen angeschaut. Ich glaube, das war so wahnsinnig attraktiv an Jesus, dass Mengen von Menschen auch ohne Werbung, ohne Anzeigen, ohne Marketing, dass also Mengen von Menschen, Massen, also zu Jesus geströmt sind, um ihn zu sehen und ihn zu hören. Weil sie haben an ihm gesehen und gehört, wie ein Mensch sein kann. Ich habe erlebt, vor vielen, vielen Jahren in einer Veranstaltung, da hat jemand gesprochen, den ich gar nicht kannte und ich wollte eigentlich auch, der hat sich nur kurz vorgestellt, ich wollte dem seine Vorträge eigentlich, hatte ich nicht belegt, die zu hören. Aber dann ist dieser Mann aufgestanden und hat gesprochen und ich war erschüttert. Ich war so wie diese Katharsis, worüber wir gesprochen hatten, ich war erschüttert. Weil dieser Mann war sowas von ein reifer Mann, wie ich noch nie einen reifen Mann gesehen hatte. Und diese Reife hat mich sowas von beeindruckt. Weil ich habe dann gesehen, dass ich überhaupt gar nicht wusste, dass ein Mensch, dass ein Mann überhaupt so sein kann. Das war über dem, was ich mir überhaupt denken konnte. Und das hat mich fasziniert, das hat mich motiviert. Ich habe dann alle meine Pläne umgeschmissen. Ich bin in jede Veranstaltung gegangen von diesem Sprecher, auch wenn das Thema nicht mein Interesse hat. Aber der Mensch, dieser Mensch, der hat mich fasziniert und motiviert, in Richtung Menschwerden überhaupt zu gehen. Und das ist dieses Ecce Homo, siehe der Mensch. Wir brauchen ein Bild, wir brauchen eine Anschauung, wie und was ein Mensch eigentlich sein kann. Ja, vielleicht haben wir denn das eine oder andere Vorbild, wir haben etwas gesehen in irgendeinem Film oder in irgendeiner Dokumentation, wo jemand was Besonderes auf den Weg gebracht hat. Und wir merken, also das ist mal jemand mit Format, das ist mal jemand, der wirklich irgendwie eine Integrität hat, eine Ausstrahlung hat, ein Charisma, eine innere Stärke, eine Entschlossenheit, eine Reife, eine
eine Frucht bringt, was uns einmal wirklich fasziniert. Und das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte uns Jesus zeigen als Menschensohn. Auch als Gottessohn, aber auch als Menschensohn. Dass wir sehen können, okay, so kann man auch sein. Es heißt in 1. Petrus 1,16, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid wie ich. Wie können wir sein wie er, indem der Heilige Geist uns die Augen öffnet und wir können ihn sehen, wie er ist. Die Wirkung dieses Anblicks ist einfach verwandelt, ist transformierend. Das lässt uns nicht kalt, das lässt uns überhaupt nicht bleiben, wie wir waren, sondern das mobilisiert unser ganzes Sein, dass wir so werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Motivation, dass wir Jesus zu sehen bekommen, wie er ist, nicht wie die Religion ihn darstellt, wie er gepredigt wird, dies, das. Das ist alles aus zweiter Hand. Wir brauchen eine eigene Offenbarung. Der Heilige Geist öffnet die Augen unseres Herzens, dass wir ihn anschauen und auf diese Weise von diesem Bild verwandelt werden in sein Bild. So wichtig. Die Welt überschwemmt uns mit Bildern, damit wir bloß nicht unsere Augen sammeln auf einen Anblick hin, dass wir Jesus sehen. Es heißt Epheser 1, der Vater der Herrlichkeit gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Ja, und dieses Wissen ist ein ganz anderes Wissen als nur ein verstandesmäßiges, rationales Wissen. Wir sehen Jesus, wir sehen, wie ein Mensch, ein heiliger Mensch, ein göttlicher Mensch wirklich sein kann. Jesus war sich sehr dessen bewusst, wer er ist. Es gibt diese wunderbaren Ich-Bin-Worte. Ich habe hier einige mal im Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, dann Johannes 10. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte, Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Jesus konnte sehr gut sagen, wer er ist, nicht nur was er tut. Das ist ja das Problem, wenn Leute uns fragen, wer wir sind, antworten wir mit dem, was wir tun. Wer bist du? Ja, ich bin Ingenieur. Wir antworten mit unserer Ausbildung oder mit unserer Arbeit, aber das sind wir nicht, das tun wir nur. Wir wissen nicht, wer wir sind, aber der Heilige Geist möchte natürlich uns Jesus zeigen, wie er wirklich ist, sodass auch wir erkennen, wie wir wirklich sind, dass wir auch sagen können, ich bin. Beschäftigt euch damit, da drin sind große Geheimnisse, es gibt viel mehr von diesen Ich-Bin-Worten und es geht um Sein und nicht um Tun und das ist für uns ein ganz neuer Weg. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir wollen alles machen, aber der Heilige Geist will, dass wir es werden und das ist was ganz anderes und dafür müssen wir, Ecce Homo, müssen wir den Christus uns anschauen, ganz genau. Dann werden wir wie er. Es geht durch Sehen und nicht durch fromme Leistung. Sehen wir ihn, werden wir wie er. Man kann das nicht erarbeiten. Es braucht offene Augen, um diese Verwandlung zu erfahren. Amen.